Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Batman 3 jenseits von Gotham. Und ich grüße heute die Diana und den Hannes. Willkommen hier. Und wir werden erstmal gucken, ob ich noch irgendwas hier machen kann. Oder ob wir irgendwas noch auf der Raumstation tun können. Ich weiß nicht, Quark habe ich glaube noch nicht als Planet gehabt. Ich weiß nicht. Können wir mal kurz gucken. Nee, doch, den Planeten hat mir eindeutig. Scheiße, jetzt bin ich in irgendeinen random Planeten reingelaufen. Okay, vielleicht haben wir schon alle Planeten, das weiß ich noch nicht. Kann aber vielleicht auch sein. Aber das ist ja jetzt echt belastend. Dann weiß ich nicht, was wir machen können. Ja, tatsächlich, oder? Hatten wir den roten Planeten? Den Yes Mouth? Yes Mouth. Gucken wir mal, was hier los ist. Yes, mault. Nee, das sieht eher aus, als wären wir noch nicht hier. So, erstmal hier kurz einen Rundgang machen. Mhm. Oh, das sieht eher aus wie so ein Planeten, der ziemlich gefährlich aussieht. Also sehr viele Totenköpfe, Skelette, so altertümliche Fossilien. Ja, so heißen sie. Und natürlich wieder das altertümliche Flaggenreden, wie es bei jedem Planeten gibt. Boah. Sieht aber echt langweilig aus, ganz ehrlich. Okay. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einmal das Flaggenrennen. Und ja, dann gehen wir eigentlich auch raus, weil irgendwie der Planet catcht mich nicht. Dann machen wir halt was anderes. Wo sind die letzten Flaggen? Hallo. Da. Da hab ich doch was gesehen. Okay. Ja, hab jetzt nur noch 4. Wo sind die letzten? Hä, bin ich blind oder so? Hä? Wo waren denn die letzten? Bruder, waren die auf Mittelerde oder was? So, jetzt hier mal in diesen Blutbrunnen oder was? Blutsee. Das ist einfach ein Blutsee. Oder eher Becken. Weil ein See ist ein bisschen größer. Ich weiß, die Entwickler haben irgendwie komplett den Verstand verloren. Ich weiß nicht, wo die letzten Flaggen sind. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Flaggenspiel. Dann machen wir jetzt einfach ein Wettrennen. Dude. Let's go. Aber die Mucke gefällt mir hier. Jetzt wurde sie unterbrochen wegen diesem Wettrennen. Finde ich schade. Oh, hier durch diese Fossilien und das hier rauf und dann über das Becken. Das ist schon geil. Also, da haben sich die Entwickler was einfallen lassen. Oh. Ah, und ich hab mal wieder verkackt. So, und jetzt hier über die Brücke, während Adam West mich die ganze Zeit am Bequatschen ist. Und über die Ziellinie, jawohl. Haben schon 73 goldene Steine, das hat sich doch schon gelohnt. Nein, Green Lantern, du brauchst hier gar nicht labern, denn mit dir rede ich nie wieder. Du hast mir schon sehr Schlimmes angetan. Ich weine. Übrigens, falls ich immer noch so schlimm klinge. Ich bin gerade aufgestanden. Also nicht wundern. So, Batman. Erstmal hier den Bombenanzug. Jawohl. Und was hat das jetzt gebracht? Achso. Brauche ich jetzt erstmal Killer Croc. Jawohl. Gut gemacht. Und der nächste goldene Stein in unserer Sammlung. Gut, Klamotte, du bist mein Ein und Alles. Oh, hier kann Killer Croc noch was aufspanzen. Ah, da ist er ja. Ich wollte schon fragen, wo bist du?
Ich verstopfe alles. Ganz ruhig, Killermodde. Du musst jetzt hier nicht auf Krawall gebürstet sein. Kann ich nicht von außen abschießen? Ja, das ist blöd. Muss jetzt hier innen reingehen. Brainiacs Raumschiff. Nice. Haben wir auch so ein Raumschiff, wo er die ganze Menschheit in kleine Stücken verwandelt hat. Lohnt sich. Dann brauchen wir noch Flash. Um dieses geile Wettrennen zu machen. Ach, Adam West, kannst du mal nicht labern? Das wäre schön. Ich will doch einfach nur mein Wettrennen machen. Oh, warte mal, da war eine Münze. In so... Nein, ich bin in den Blutbrunnen reingelaufen. Oder Blutbecken. Ich kann das immer noch nicht unterscheiden. Oh, fuck. Boah, Flash, bist du eigentlich auf den Kopf gefallen? Alter, ich war doch noch nicht mal im Becken drin. Was ist denn das? Ist das so ein Giftstoff? Jawohl, aber trotzdem geschafft. Okay, Killerkrott. Einmal bitte aufmachen. Du sollst aufmachen, nicht darauf schlagen. Was ist das denn? So ein Notfallring mit Augen und ein Schnäufchen. Aha. Was hat es mir jetzt gebracht? War es jetzt so ein Easter Egg oder was? Ich habe es jetzt nicht kapiert. Aber okay, vielleicht könnt ihr mir sagen. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, was das genau bedeuten soll. Betty Man, du machst für mich was. Green Lantern kann er mal gleich was tun. Gehört erstmal hier schön am Graben. Gut. Und der letzte. Jawohl. Und daraus bauen wir einen Hebel. Damit öffne ich natürlich hier die Berliner Mauer. Spaß, es ist die Wand. Und wie kriege ich das jetzt auf? Muss nur mal bohren. Gut. Und das hat jetzt nichts gebracht. Alter, diese Gift, Brunnen, dieser Giftpfütze oder was das ist, das ist so am Strahlen, echt. Da tun mir die Augen weh. Aber okay. Ich muss einfach durchhalten. Guck mal, haben wir dieses kleine Rätsel auch geschafft? Was bekomme ich? Noch eine Kiste, die ich öffnen muss. Alter, was ist denn das für ein Rätsel? Das ist so ein bisschen wie diese Matroschkas. Kennt ihr die? So. Ihr habt nicht eine Matroschka, ihr habt gleich 50 Matroschkas, die ineinander stehen. Super nervig. Aber auch ein geiles Rätsel. Gott, aber jetzt. Ja. Wollte ich schon sagen. Meine Güte. Okay. Haben wir noch hier was zu tun? Könntet ihr mir vielleicht helfen? Okay, ich glaube. Mehr will ich jetzt hier auch nicht mehr machen. Wir haben genug von den Welten gemacht. Denn ich wollte noch eine Sache für euch hier noch machen. Ich kann nicht einfach so in die Basis zurückkehren. Ich muss wieder zum Portal hin. Aber das ist ja hier. Nö, kannst du mir nicht. Ich gehe jetzt nach Hause. Tschüss.
Okay, zurück zur Basis. Gehen wir jetzt nochmal in ein Portal. In die eigentliche Basis. Denn wir waren ja vorher auf dem Mond, dann waren wir auf Yes Mault. Und jetzt gehen wir in die Basis. Gut. Was ich euch denn zeigen möchte, ist hier nämlich in diesem Labor. Und zwar hier drinne. Gibt es nämlich einen spezifischen, ich kann nicht reden, spezifischen Raum, wo es noch kleine Minispiele gibt. Und zwar hier. Bisschen wie bei Ready Player 2. Oder heißt es Ready Player 1? Auf jeden Fall dieser Film, wo es um die Zukunft geht. Und zwar hier. Hier können wir nämlich ein paar Level spielen. Aber manche sind nicht freigeschaltet. Beende böser Batman. Beende Raumschiffballerei. Achso, wir müssen erstmal die anderen Level spielen, damit wir das freischalten können. Okay. Dann machen wir jetzt einfach, versuchen wir so viele wie möglich zu spielen. Vielleicht schaffen wir auch alle. Mal gucken. Ich muss jetzt einfach nur ballern. Oh, ich kann ja ballern. Oh, ich baller euch alle weg hier. Mit Cyborg Alien Raumschiff. Ach, deswegen heißt das auch Raumschiffballerei. Ah, komm mir nicht zu nah. Sieht aus wie Minen. Gefährlich Minen. Ach, ich kann auch gedrückt halten. Boah, ist ja voll einfach. Na, was wollt ihr? Aha, wollt Stress? Na komm, Privatchat. Ja, habt ihr keinen Bock mehr? Ich mach euch alle kalt. Oder ich laser euch alle weg. Das er gesagt. Junge, hier kann man so viel Stats farmen. Ist ja so geil. So. Ah, Simulation abgeschlossen. Ah, okay, die gehen also recht schnell. Das ist... Ah, und wir bekommen immer was zugeschenkt. Zum Beispiel Javelin. Klingt wie so eine Faltencreme. Javelin, die neue Faltencreme. Okay, jetzt können wir das andere auswählen. Ja. Dann machen wir einfach mal so viele, wie wir können. Es war nur Raumschiffballerei, aber egal. Oh, jetzt kommen hier so Grüne. Oh nein, die Grünen. Ah, oh, ganz gefährlich. Sind sehr schmutzig. Also sollte man lieber nicht anfassen. Und überhaupt nicht mit denen interagieren. Denn die bewegen sich in einen ganz falschen Radius. Und sollten lieber vernichtet werden, anstatt toleriert zu werden. Das klang voll politisch, aber okay. Und die Roten sind die AfD-Fehler. Nein, Spaß. Okay, ich übertreibe jetzt hier mal nicht. Okay. Hä, aber ich verliere wieder Geld. Seht ihr das? Also wenn ich nicht weiter hier schieße, da verliere ich auch Geld. Das ist ja interessant zu sehen. Okay, ich habe die Münze. Das ist schon mal gesaved. Aber ich darf nicht aufhören zu schießen, sonst verliere ich Geld. Geld zu verlieren ist genauso schlimm, wie seinen Job zu verlieren. Und sein Leben zu verlieren. Oh, hier kommen ja immer mehr. Komm, geht mal aus dem Weg hier. Ihr nervt. What the fuck ist das jetzt? Oh mein Gott, das ist ja wie bei... fuck. Nee, nicht bei fuck. Indiana Jones. Genau. Das Teil geht nicht kaputt. Komm, geh kaputt. Jawohl. Ich bin einfach Genius. Neuer Highscore. Banes Bohrer. Was kann ich damit bohren? Mal gucken, was wir damit bohren können. Ich finde auch direkt geil, wie man
direkt zu diesem Stuhl kommt, wo man auch wieder schnell eine Mission auswählen kann. Oh, jetzt hier mit so Donut-Form. Ah, wo ist denn die Musik, Alter? Ich vermisse gerade echt die Musik. Die war vorhin so geil. Ach übrigens, wenn wir jetzt hier schon so rumballern sind und nicht so viel Beschäftigung haben, dann habe ich noch eine geile Beschäftigung zum Reden. Erstmal, wenn ich fünfmal runterfalle. Ich war nämlich letztens beim Arzt. Und davor ist was ganz komisch passiert. Also, zu einer Schule auf jeden Fall. Und es war so, wir hatten gerade Englisch, das war irgendwie so die dritte Stunde. Nee, es war die vierte. Und dann war das Ding. Okay, das ist jetzt mir so peinlich. Aber ein Mitschüler hat so an den Dingens, an den Kleiderständer so rumgehangen. Und da wollte ich den einfach nachmachen. Ich weiß. Ich weiß, ich bin schon echt dumm. Und dann bin ich mit kompletter Schwung da raufgegangen. Und das Ding ist abgegangen. Also es ist nicht komplett abgegangen. Es hing so auf 6:30. Aber, Junge, das war schon ziemlich kritisch. Und erstmal kamen irgendwie 50 Schüler auf mich zu und haben mich natürlich erstmal ausgelacht. Und, ja, die Sache war ziemlich unangenehm. Ich habe mich echt geschämt danach. Und es war so, nach den Englischstunden habe ich in der Pause einfach mal versucht, die Sache gerade zu biegen, indem ich beim Hausmeister erstmal sage, hier, das habe ich aus dem Bild gemacht. Wie viel kostet denn das? Zum Glück hat es nichts gekostet, also meine Eltern mussten da keinen Schadenersatz zahlen. Ich wollte aber mir selbst eine Strafe zahlen, weil ich mich so hart geschämt habe, dass ich mir einfach selbst bestrafen möchte. Und dann habe ich einfach so überall geguckt, wo ist denn der Lehrer, wo ist denn der Direktor? Da habe ich erstmal den Direktor gefragt. Der hat so gesagt, ja, wenn du dich selbst bestrafen willst, dann frag bitte deinen Lehrer, also deinen Klassenlehrer. Und der war gerade im anderen Haus, also wir haben so mehrere Häuser. Und da habe ich dann irgendwie im anderen Haus, wo die Siebtklässler waren, die ganze Zeit gewartet. Und so, wo die kamen, habe ich so gesagt, ja, ich habe so richtig dumme Scheiße gemacht. Und ich würde mich gerne selbst bestrafen. Und dann hat sie mir so vorgeschlagen, okay, du bleibst eine Stunde länger im Unterricht und dafür wirst du halt einen einseitigen Text aufschreiben, wie man es wieder gut macht, wenn du eine Sache von anderen beschädigst. Also wie halt jetzt dieser Kleiderständer. Ja, sieh an, wer da schon wieder einen Tipp braucht. Ich brauche keinen Tipp. Oh, warte mal. Kurz Thumbnail machen? Gut. Da ist einfach nur Kampfbattle. Ja, und dann saß ich da in dieser siebten Stunde, hab so einen Text geschrieben, so richtig professionell, über halt, wie man sagt, wie man es wieder gut macht, wenn man Sachen beschädigt von anderen. Ach, ich muss die aus der Arena kicken. Aua. Okay, der eine ist schon mal tot. Und ja, dann saß ich halt dort. Die anderen haben mich da immer noch ausgelacht. Auf jeden Fall gab es dann in den letzten Tagen so richtig viele Witze darüber. Und das Witzigste, am gleichen Tag, wo schon richtig viel Kacke am Laufen war, musste ich zum Arzt gehen, wegen, ja, sehr unangenehmen Dinge, will ich natürlich jetzt nicht laut sagen, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich schon vorstellen. Und dann sitze ich da wieder eine halbe Ewigkeit, bis ich meinen Arzttermin machen kann. So, Wartungsbereich, dann 50 Kinder schreien dort. Es ist super nervig, super laut. Du willst eigentlich nur das fertig kriegen. Und dann, wenn du es fertig kriegst, dann, dann ist es auch noch nervig, dass dich die Ärztin erstmal 50 Mal fragt über Sachen, die du eigentlich schon längst im Telefonat beantwortet hast. Also das soll jetzt nicht sein, dass es nicht beantwortet sein sollte, aber es ist schon echt nervig.
Na gut, auf jeden Fall war das echt der schlimmste Tag so, wo nur noch Scheiße passiert ist. Aber irgendwie war ich auch selbst schuld, muss ich ehrlich sagen. Ich war halt echt ein dummes Kind, muss ich ehrlich sagen. So. Oh, warte, da ist die Münze. Direkt mal uns gönnen. Alter, darf ich mir... Er hat sich selbst geopfert. Nein, nein, nein. Jetzt lauf doch doch bitte hin. Alter, die kleinen Huren. Das habe ich mir... Alter, ich spawne und bin direkt tot. Verpiss dich. Der lebt noch? Oh Junge. Also das Minispiel, das kickt mich aber anders rein. Man versteht die wegen Kicken und so. Oh, geiles Wortspiel. Bruder! Was ist denn das jetzt? Meine Güte. Alter. Was ist das jetzt bitte? Hör auf mich wegzukicken, du kleiner Bastard. Mann! Wie schafft ihr das denn immer? Alter! Das ist doch fake oder so. Hau ab. Na, endlich. Das ist wirklich anstrengend. Jim Lee, du hast was Gutes bei mir. Gut. Dann würde ich das hier auch beenden. Und wisst ihr was? Ich werde auch dieses Projekt beenden. Nochmal so ein Abschiedsbild. Geht das? Naja, Kamera spielt nicht mit. Kamera will nicht. Auf jeden Fall will ich hier dieses geile Let's Play beenden. Hat jetzt, glaube ich, so 31 Parts gedauert. Und es hat echt Spaß gemacht. Auch wenn es nicht so wahrgenommen wurde, weil die Folgen immer verschiedene Zeiten kamen. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Ich wollte es jetzt nicht 100% spielen, weil das mir zu lässig war. Also wirklich 100% da zu spielen ist jetzt mir nicht wert. Das war bei Lineago Movie dann auch okay, weil es nicht so viel gab und die 100% sehr schnell erreichbar waren. Aber hier ist es halt einfach nur nervig und lässig. Deswegen würde ich es ja einfach beenden. Und wir sehen uns in einem weiteren Projekt wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und Robin und Batman sagen euch noch ciao. Haut rein. Ciao, ciao.